Hallo? Hallo? Ich bin der Willi Kleine, der Fernsehmann. Er ist nicht schön, ist viel zu klein und er hat einen Bauch. Hat ausgelatschte Schuhe, krumme Beine hat er auch. Er stottert und ist unrasiert und riecht nach Nikotin. Doch alle Leute, groß und klein, ja, die lieben ihn. Denn wo immer irgendeine kleine Schraube locker ist, Willi macht sie garantiert im Handumdrehen fest. Und wackelt oder klemmt vielleicht mal irgendwo ein Draht. Kurzer Anruf, Willi kommt und wer weiß immer Rat. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Was? Kein Programm? Lass doch mal die Willi ran. Gerade bei den Damen, da hat er einen Stein im Brett. Und haben die mal Bildausfall, ist er besonders nett. Und manche hat er dabei schon vor Schlimmerem bewahrt. Die repariert er dann gleich mit, das ist so seine Art. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Hallo? Hallo? Hier, Willi Klein? TV? Komm sofort, ich bin so fleißig und genau. Letzte Woche kam ein Anruf, grad um Mitternacht. Willi hat sich auch sofort auf den Weg gemacht. Das hätte er nicht tun sollen, noch dazu um diese Zeit. Denn in seinem Übereifer ging er dennoch prompt zu weit. Denn der Mann, der gerade heimkam, hatte ziemlich schnell kapiert, dass Willi wie so üblich viel zu gründlich repariert. Seitdem wird er gejagt von ihm, auf Teufel komm er raus. Doch Willi repariert klammheimlich schon im Nebenhaus. Willi Klein, der Fernsehmann, der hat den Bogen raus. Wo immer was nicht funktioniert, kommt er sofort ins Haus. Willi Klein, der Fernsehmann, ist Tag und Nacht bereit. Und wenn er anderen helfen kann, ist ihm kein Weg zu weit. Wenn ihr einmal Sorgen habt, dann gebt ihm doch Bescheid. Er ist ein sehr korrekter Mann, zu allem gern bereit. Was meint ihr wohl, was denkt ihr wohl, wie der sich drüber freut? Ruft ihn einfach wieder einmal an, Willi Kleinen Fernsehmann.